Hast du Cheolbert gesehen? Nein, aber Leofrid hier über den Fluss flog. Er jagte jemandem hinterher. Das muss Cheolbert gewesen sein. Die einzig lohnende Beute in diesem Drecksloch. Gott verfluche dich! Nein. Los, Sehnen. Du bist erledigt. Überblicke das Land, Freundin. Du bist tot! Cheolbert ist in Gefahr. Ich gebe nicht nach, Leofrid. Bitte! Du willst das nicht wirklich tun. Leofrid, lass ihn gehen! Tu, was ich sage. Ich tue, was mein König sagt. Dänen bringe ich zum Schweigen. Hiermit. Es gibt nichts mehr zu gewinnen. Wir haben Cheopidun gestürmt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Lass es sein, Leofrid. Das geht leider nicht. Dann wirst du nun sterben. Oder du. Du kannst nicht gewinnen, Leofrid. Selbst wenn du mich bezwingst, haben die Ragnar sonst trotzdem gesiegt. Ich bin schon gegen viele Dänen angetreten. Erfolgreich. Du wirst leiden. Du wirst langsam. Du bist ein willensstarker Tarn. Burkret hatte Glück. Es ist meine Pflicht, Mercer vor euch zu beschützen. Ehe ich aufgebe, sterbe. Du bist am Ende. Noch nicht. Kämpfe, Heide. Nicht schlecht. Ja? Ich werde siegen. Bring es zu Ende. Flehst du deinen Gott gar nicht an? Oder deinen König? Ich habe einen Eid geschworen, Burkret bis zum Tod zu dienen. Ich kämpfte. Ich verlor. Wir wissen beide, wie das läuft. Ein ehrwürdiger Tarn, der einen ehrlosen Krieg führt. Burkret hat ihn verlassen und verraten. An Leofrids Stelle würde ich das erfahren wollen. Warum ihn seines letzten Ruhmes berauben?
Dieser Krieger ist bereit, seinem Gott entgegenzutreten. Weiterzuleben wird ihm nur Schande bringen. Er hielte seinen Eid nicht, wenn er die Wahrheit kennen würde. Dann wähle. Wahrheit oder Ruhm. Steh auf, Leofred. Du sollst weiterleben. Was? Deine Treue zu Burgred beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Er gab die Krone auf und floh nach Rom. Er ist fort. Du lügst. Was hätte ich davon, einen Mann kurz vor seinem Tod zu belügen? Er rettete sich selbst und überließ dich dem Tod. Alle deine Kämpfe für nichts und niemanden. Einen Vertrauten, der einem so nahe steht, zu hintergehen, ist ehrlos und 1000 Tode wert. Eivor, du hast mir große Güte zuteil werden lassen. Es ist nur gerecht, dass ich es dir vergelte. Bei Venonis steht eine Statue. Sie hält ein Gefäß mit einer Schriftrolle. Verbrenne sie. Eine Schriftrolle? Dein Name steht darauf. Auf Burgreds Geheiß hatte ich dich verzeichnet. Wenn die Eiferer sie lesen, werden sie dich jagen. Wer soll das sein? Das ist jetzt egal. Hier bleibt nicht viel Zeit. Verbrenne die Schriftrolle oder sie werden dich auf ewig jagen. Wohin wirst du jetzt gehen? Rom. Komm, bringen wir dich zurück.